Was sagt Dunstan dazu? Er dreht sich von der Esse und legt seinen Hammer auf die Werkbank. Was? Brauchst du etwas? Dunstan schreitet, als wäre er von einer wiederholten Hammerschläge taub geworden. Zeig ihm die Stücke der Klinge. Ich fand mehrere Fragmente als ein Schwertes. Glaubst du, du könntest es reparieren? Dunstan lässt einen leisen Pfiff. Das ist eine schöne Klinge, in der Tat. Er hält ein Fragment in seinen Händen. Sieht idyllisch aus, Sonderanfertigung. Muss ein Auftrag für irgendeinen Champion gewesen sein. Er gibt dir das Schwert zurück. Ein Schwert dieses Kalibers hätte auch ein besonders angefertigtes Heft. Es wäre eine Schande, irgendwas anderes dran zu hängen. Außerdem wäre es mit dem Originalteil am besten ausbalanciert. Wähle den Rest davon und ich schmiede es für dich. Das ist noch was auf dem Herzen. Auf Wiedersehen. Yes. So, dann reden wir jetzt mal mit Cliver. One minute. My Justiciars were training the Forge Knights. In the next, they were being cut to pieces. Kommandant Cliver wischt sich eine Blutspur von der Stirn. In einem Augenblick bildeten meine Justiziare die Schmiederitter aus und im nächsten wurden sie in Stücke geschnitten. But the survivors owe their lives to your skill. You fought valiantly. Worthy of any seasoned soldier. In fact, I'm naming you an honorary Justiciar. As a reward for your service, please accept this blade and armor, worthy of a Knight of the Crucible. If there's anything else I can do for you, you need only ask. Die Überlebenden schulden ihr Leben jedoch deinem Können. Er dreht sich zu dir, seinen Blick von Respekt erfüllt. Du hast tapfer gekämpft, als jeder fahrende Soldat würdig. Ich ernenne dich daher zum Justiziar ehrenhalber. Als Belohnung für deine Dienste akzeptiere bitte diese Klinge und diese Rüstung, die eines Ritters des Schmelztiges würdig sind. Wer soll denn was gibt, was ich für dich tun kann, dann musst du nur fragen. I'll send word to Fleetbreaker Castle immediately. We clearly didn't understand the Forge Knights as well as we thought. For now, we'll have to continue recruiting the old-fashioned way. Er kraut sich seinen ergrauten Bart. Ich werde umgehend Meldung an Burg Pfördenbrecher machen lassen. Wir haben die Schmiederitter eindeutig nicht so gut verstanden, wie wir dachten. Fürs Erste müssen wir weiterhin auf die alte Weise rekrutieren. Das könnte zum Besten sein. Die Schmiederitter sind offensichtlich zu unberechenbar, um sicher eingesetzt zu werden. Das heißt, dass umsonst Leben geopfert wurden. Studiere die Schmiederitter weiter. Ich bin mir sicher, dass du eine Möglichkeit finden wirst, sie unter Kontrolle zu bringen. Nein, das Beste ist wirklich, richtige Menschen diese Aufgabe erfüllen zu lassen. Knowing how firmly you stand by your principles, I'm glad you agree with my assessment of the situation. And if I'd listened to Dunstan, none of this would have happened in the first place. I won't make that mistake again. Talisa hat zweite Haut erhalten und er sagt, er nickt, ich weiß, wie unerschütterlich du zu deinen Prinzipien stehst. Ich bin froh, dass du meiner Einschätzung der Lage zustimmst. Und wenn ich auf Dunstan gehört hätte, wäre das alles überhaupt nicht passiert. Diesen Fehler werde ich nicht noch einmal machen. Schande und Ruhm habe ich gekriegt und Schmelztiegelritter Offiziersrüstung. Mhm. Gibt es sonst noch etwas, was ich für dich tun kann? Ich habe vernommen, dass die Schmelztiegelritter den Beseelungsanhörungen im Palast beiwohnen werden. Indeed. Duke Avar looks to the knights for prudent counsel as well as defense. I suspect our future as a city and a nation will depend in no small part on how we handle this matter. In der Tat, er verschränkt die Arme hinter dem Rücken. Duke Eva verlässt sich auf die Ritter als kluge Berater und zur Verteidigung. Die Zukunft unserer Stadt und unserer Nation wird von großen Teilen davon abhängen, wie wir mit diesen Angelegenheiten umgehen. Was hältst du von der Beseelung? Trotz der Vorfälle mit den Spieleritter muss die Beseelung in unserem Bereich weiter erforscht werden. Die Beseeler könnten noch viel tun, um Sehenkrankheiten zu heilen, Essenz zu stärken, vielleicht sogar die Effekte des Vermächtnisses zu lindern. Er kratzt sich am Kinn. Wir wissen es erst, wenn wir es versuchen. Und wir können nicht untätig herumsitzen, während unsere Wahlen zusehen, wie schwach wir werden. Berichte mir von den Anhörungen. Er runzelt griesgrämig die Stirn. Sie schreiten langsamer voran als gehofft. Die Dutzenden veranstalten einen Aufstand, sobald jemand auch nur das Wort Beseelung erwähnt. Und die Dominus verschleiern alles absichtlich. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass Eva irgendwann zur Vernunft kommen wird. Ich brauche eine Audienz bei Duke Eva. Ich will bei den Anhörungen dabei sein. Und wir werden dich gerne dabei haben. Eva wird deine Anwesenheit gewiss überzeugend finden.
Und wir brauchen jegliche erdenkliche Unterstützung, damit er der Besinnung eine Chance gibt. In der Tat. Gibt es sonst noch etwas, was ich tu für dich tun kann? Auf Wiedersehen. Ja, Stahlwinde ist abgeschlossen. Ich habe dabei geholfen, Burg Schmelztiegel vor den Spielrittern zu verteidigen. Clive hat sich bei mir bedankt und mir versprochen, mich in Zukunft zu unterstützen. Ja. Jetzt, da ich formell zu den Anhörungen der Besinnung eingeladen wurde, sollte ich zu Lady Web zurückkehren und sie über meinen Fortschritt unterrichten. Ich wurde eingeladen, der Delegation der Schmelztiegelritter beizutreten. Was sagt mein Dings? Noch 2 Tage, 22 Stunden, das ist mehr als genug Zeit. Gucken wir uns mal die netten Sachen an, die wir gekriegt haben. Also erstmal haben wir Ring der Zauberei. Okay. Bringt dir der Ring was, Duens? Nein, weil du schon den Umhang hast, gell? Ja. Bringt dir der Ring was, Sagani? Ja, dir würde er gut was bringen. Was ist mit Kanna? Na, nicht ganz so gut. Und der hat schon 2 Ringe, also kriegt Sagani den Ring. Heimlichkeit und Wahrnehmung. Ist eigentlich was für mich? Das packen wir erstmal weg. So, was haben wir hier? Offizielle Schmelztiegelrüstung hat eine verdammt gute Schadensreduktion. Aber erstmal das Schwert. Das ist gu gut von der Qualität. Ich kann es also nicht außergewöhnlich machen. Wobei könnte ich wahrscheinlich. Ich kann, glaube ich, gut überschreiben. Sekundärer Schaden. Was ist denn auf meinem aktuellen Schwert drauf? Eisig. Ja, Frostschaden. Ne? Da hätte ich da gerne auch Frostschaden drauf. Also frostig. Das können wir gut. Und Humanoide erschlagen. Ist auch nicht verkehrt. So. Dann könnten wir es dann noch außergewöhnlich machen. Vielleicht. Soweit wir ein Vitrak-Gehirn gefunden haben. Legendären Krakenauge, Topas und Höhlenkoralle. So, was können wir hier noch? Wie sind so meine Stats gerade? Wahrnehmung ist hoch. Macht könnte ich draufpacken. Wenn ich einen Diamanten hätte, könnte ich sogar 2 Macht draufpacken. Zersetzungsresistenz. Wucht. Stich. Schock. Hieb, Frost und Brand. Wir nehmen mal Zersetzungsresistenz rein. So. Das ist eine ziemlich nice Rüstung. I'm here. Du verkaufst nicht zufällig einen Diamanten, oder? Nein, leider nicht. Gut, das heißt, auf zu Lady Web.
So, und dann hast du uns eigentlich noch was zu sagen? Good day to you. Danke nochmal für deine Hilfe. Okay. Nochmal kurz Gegencheck machen. Herr der Gestalt ist hier Varias. Rückkehr an den Hof, da muss ich nach Khet Nua. Trauernde Mutter. Krekold ist White March. Kind der Fünf Sonnen ist Palegina. Das ist Sagani. Das ist der Meister der Tiefe. Und das ist Duets. Okay. Und das ist die Klinge der endlosen Pfade. Ja. Auf die Weißmark bin ich echt schon gespannt. Und auch mal gucken zwischendurch, wie unsere Level-Ups aussehen. Stufe 9. Ja, Durenz hinkt ein Stück hinterher. Aber das ist ja nicht so schlimm. Also 16 ist das neue Max-Level. Durch White March 1 auf 14, durch White March 2 auf 16. Yes. How fares your search? Wie kommst du mit deiner Suche voran? Wenn ich das für dich tue, dann ist es an der Zeit, dass du mir alles über Taos sagst. Ich will über die Besinnungsanhörung im Palast sprechen. Nehmen wir mal das erste. Told you everything you need to know. Ich habe dir alles gesagt, was du wissen musst. Aber nicht alles. It's only right that you know everything. When I was younger, before Dunreed Row, I had many suitors. These were fine-looking men of good stock. But I could see their thoughts, and they were unimpressive. Boys' thoughts. I toyed with their affections. I resented all of them. Lady Webb blickt gedankenverloren auf ihre Hände hinab. Sie schüttelt den Kopf. Du sollst alles wissen. Es ist nur recht. Da finden es. Ein keuchendes Seufzen müht sich, ihre Kehle zu entkommen. Als ich jünger war, vor der Dunrüdstraße, hatte ich viele Verehrer. Gut aussehende Männer von guter Herkunft. Aber ich konnte ihre Gedanken sehen und sie waren langweilig. Die Gedanken von Knaben. Ich spielte mit ihren Gefühlen, ich verabscheute sie alle. And then I met a man whose mind was a mystery to me. But he understood me. He knew me at a glance. Told me things I didn't know about myself. He was neither handsome nor charming, but he was all I ever wanted. Und dann begegnete ich einem Mann, dessen Verstand mir ein Rätsel war. Aber er verstand mich, er kannte mich nach dem ersten Blick, sagte mir Dinge über mich, die ich selbst nicht wusste. Er war weder gut aussehend noch charmant, aber er war alles, was ich je gewollt hatte. Du sprichst von Taos? We made a game of my gift. He would ask me about people, and I would tell him what they were thinking. Sometimes the information was very sensitive. And then one day he asked me if I trusted him. I said I did. Next I knew I was donning a silver mask and swearing oaths to Woodica. Using my gift for the leaden key still felt like a game to me, so I did it. I did it because it pleased him. Wir machten meine Gabe zu einem Spiel. Er fragte mich nach Leuten, ich sagte ihm, was sie dachten. Manchmal waren das äußerst heikle Dinge. Und dann eines Tages fragte er mich, ob ich ihm vertraute. Ich bejahte und plötzlich trug ich eine silberne Maske und schwor Wodika die Treue. Meine Gabe für den bernen Schlüssel einzusetzen fühlte sich weiterhin wie ein Spiel an, also tat ich es. Ich tat es, weil er es wollte. Aber es hielt nicht. I don't like living in the dark. It's a powerless, hopeless feeling. Every day I did things without knowing their purpose. Every day I loved a man without knowing his thoughts of me. I sensed that there were things he wanted to tell me. I sensed that he knew everything the leaden key was created to hide.
Atheos was unyielding.